So, da bin ich wieder, euer Fitzmann mit Evoland oder Evoland oder Evolandia. Wir müssen nach Nordosten, um das zweite Teil des Amuletts zu finden. Also begeben wir uns mal schön auf den Weg. Und, oh, hoffentlich schaffen wir das. Das sind viele Gegner, so viele hatten wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht. Boah. Ich würde ja mal einmal versuchen wir noch. Wenn das jetzt nicht klappt. Okay. Sind es nur noch drei. Aber die machen echt Schaden. Diese fleischfressenden, feuerspuckenden Pflanzen. Feuerpflanzen, ne? Feuerblumen. Idiot, hätte doch erstmal die Pflanze. Die Pflanze ist doch schlimmer. Momentchen. Wie kommt man zurück? Naja. An die Pflanze. So. Magie. Heilen. Und nochmal die Pflanze. So, jetzt sollten wir es schaffen. So, die ist weg. Magie, X-Kristall auf den Pelz. Jawohl. Ja, das war schon etwas herausfordernder, würde ich jetzt mal glatt behaupten. So, schauen wir mal. Der nächste Kampf. Ah, das sollte man schaffen. Seit die Gegner sind jetzt wieder stärker geworden. Nee, nicht wirklich. So, immer schön heilen. Kairis, tu, was du kannst. So. Warum kriege ich eigentlich mehr Schaden wie sie? Ich habe eine Rüstung und sie hat keine. So, einmal. Reifen, Blitz und weg. Okay. Weiter, da ist eine Höhle. Ah. Schon wieder habe ich mich erschreckt. Also eins ist sicher, Slender werde ich nie spielen. Er ist die Schildkröte. Und heilen. Na komm schon. Jetzt stirb. Sehr schön. Magie. Der Kristall, das müsste ein One-Hit sein. Jawohl. Sehr schön. Stufe 7, sein Wert für Leben wurde erhöht. Und auch für die Kairis wurde das Leben erhöht. So. Die Ruinen Sardunak. Oder wie man es auch immer ausspricht. Freigeschaltet, Charakterauswahl. Schade, dass es keinen Münzeinwurf ist. Bis zwei Spiele. Ah, Mann. Wählt euren Helden. Also, wenn man es da schon angeboten kriegt, dann würde ich ja sagen, wechseln wir einfach mal. So. Die macht aber Schaden. Ich sehe sonst nichts. Kann die eigentlich was aus? Oh. Die hat ja, das ist ja ein Rieseninventar. Ich würde jetzt aber gerne mal wissen, wie man denn jetzt zurückwechselt. Nein, will ich nicht. Dann müssen wir wohl jetzt erstmal mit ihr spielen hier. Aha.
schon irgendwas, aber... Freigeschaltet, Captain-Combo-Treffer. Aha. Okay, man weiß zwar nicht wieso, warum es funktioniert, aber irgendwie scheint es zu funktionieren. Halskette des Adlers, okay, schauen wir mal. Ja, Halskette des Adlers, plus 2 Ausweichchance und dann haben wir da noch einen Ring. Feuerring, plus 5 Feuerresistenz. Ja, gut, sieht irgendwie ziemlich eisig aus hier. Laufen wir einfach mal weiter planlos durch die Gegend. Oh, wo soll ich bloß hin? Ich hab mich verlaufen. Da ist nix. Mehr Gegner. Aha, also wenn ich dreimal schnell auf die Angriffstaste drücke, dann macht die hier so Kristall. Aha. Interessant. Na, hilft nichts. Noch eine Kiste. Freigeschaltet, Lebensbalken. Ihr seid nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Ah. Okay. Ja, das macht schon Spaß. Also funktioniert so ganz gut bis jetzt. Freigeschaltet Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Ja, und da wir uns in einer Höhle befinden. Ja. Also ich hätte schon gerne da volles Leben. Fände ich ja mal ganz nett. Was denn hier? Also das ist eigentlich jetzt Button-Smashing hier, ne? Also einfach draufhämmern und dann funktioniert es schon irgendwie. Ach, wir haben vielleicht noch was aufgehoben. Ach, hier ein Handgelenksschutz. Plus 10 Meuchelschaden. Oh. Ja, was haben wir denn hier oben? Oh, nee. Soll's mir nicht wehtun. Kleine Mädchen schlägt man nicht. Was haben wir denn hier? Ich lauf einfach mal irgendwo hin. So, lass mich raten. Ein Stern. Boah, ne, dynamische Beleuchtung. Oh ja, Zeit mit eurer Waffe Funken sprühen zu lassen. Mhm. Gehen wir erstmal links lang an der Wand. Gucken, wo uns das hinführt. Da ist ein Gang. Wow. Nee, das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Also, ich glaube, ich werde hier kläglich sterben. Nein, ich will nicht sterben. Ich bin noch zu jung. Achtel der Legenden. Ja gut, das hilft mir jetzt nicht. Den hätten wir und noch eine. Komm. Jawohl. Gut gemacht, Kairis. Ich bin stolz auf dich. So.
Jetzt will ich aber gerade mal gucken. Da blinkt da wieder die ganze Zeit. Klicke ich mal drauf. Gürtel der Legende. Plus 10% Rackergeschwindigkeit. Okay. Aber wir hatten auch mal ein Inventar. Da konnte man doch irgendwie... Heiltränke nehmen, oder nicht? Na, noch mehr der Viecher. Ich krebs hier sowieso schon noch mit meinem letzten Leben. So. Na, das ganze Geld nützt mir nichts, wenn ich keinen Heiltrank nehmen kann. So. Mini-Kachtel. Biegt an der nächsten Ecke links ab. Na, schauen wir mal, was hier ist. Vielleicht ist da auch noch eine Kachtel. Ah. Das nehmen wir mit. So. Alles aufsammeln. Dann haben wir hier noch mehr der Viecher. Und noch eine Kiste. Einen versteckten Stern. 13 Stück haben wir schon. So. Hilft mir trotzdem nichts. Also ich hätte trotzdem gerne etwas mehr Leben. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Ich will wirklich nicht sterben. Oh, schnell speichern. Das ist wurscht. Oh. So. Weiter. Kiste. Mehrere Opfer, wenn euch nach einem Amoklauf zumute ist. Ja, wie man halt will, ne? Mir fehlt so eine Anzeige, ob ich getroffen werde oder nicht. Also, das vermisse ich jetzt irgendwo. Geistestyphon. 5 plus 5 Schaden gegen mythologische Kreaturen und Halskette des Adlers. Ne, das hatten wir ja schon. Was haben wir denn da noch? Steinbrecher. Plus 300% Schaden an Steinen und Mauern. Ja, also das ist für mich ein Stein. Naja. Lassen wir das mal dahingestellt sein. Ja. Ja doch, wir werden schon getroffen. Aber ich kann nicht erkennen, wie viel da abgezogen wird. Ja, sterb. Multikill. Auch nicht schlecht. So. Nix. Drags Armbinde verwandelt den Benutzer in einen Drachen. 12 Monate Abklingzeit. Oh Mann. Das Spiel ist gut. Man muss es einfach lieben. Oh, 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 hey. Ihr seid doch wahnsinnig. Gottfleisch. So. Jetzt kommen noch diese Drecksmagier. Ich hasse die. Ich hasse euch. Sterb! Oh.
Leute, was geht denn hier? Hat das mal ein Ende? Was mal blöde ist, in den Kämpfen kriegt man keine Erfahrungspunkte. Mio. Für meinen Geschmack ist das etwas zu knapp. Stern. Okay. Aber ich glaube, die Kairis war für hier schon genau die richtige Wahl, weil die halt einfach auch Flächenschaden macht. Ich glaube nicht, dass der Klink das jetzt machen würde. Von daher. Ja, jetzt. Jetzt aber. Denn hier? Ja. Ging mit Leben noch voll? Gott, gleich abheißen dann. Ich bemühe mich halt nicht zu sterben. Oh, unser Leben ist voll. Schauen wir mal. Oh, guck gleich das an. Weiß man gar nicht, wo man zuerst gucken soll. Helm des Zwielichts. Topmoderner, solarbetriebener Helm verleiht seinem Träger Nachtsicht. Sternzeichen-Ohrring. Plus 0,1 Verteidigung auf Ohren. Oh Mann. Schulterstücke des Lichtbringers. Plus 3 Ritterlichkeit. Außerdem schick für Disco-Nächte. Schutzengel, belebt euch mit 20% Trefferpunkte wieder, wenn ihr von einem Einhorn getötet wurdet. Ja, ich habe ja so die vage Vermutung, dass es keine Einhörner in dem Spiel geben wird. Beinschienen des tyrannischen Gladiatoren. Plus 10 Schaden gegen andere Spieler. Diese Beinbekleidung beweist außerdem euren Wert. Ja, gut, dass das kein Multispieler-Spiel ist. Knieschützer. Sammelgeschwindigkeit. Und Draufgängertum. Okay. Also schon sehr lustig gemacht. So. Ich weiß, wir können auch daher gehen. Ich will jetzt aber gerade mal noch so ein bisschen hier in die Mitte gucken. Vielleicht ist da noch irgendwo was. So. Amoklauf. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Nee. Nee. So. Dann werde ich jetzt, bevor wir hier diesen Gang weitergehen, eine ganz kurze Pause machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So denn dann, euer Fitzbahn. Oh Gott, jetzt kann ich doch nicht mehr meinen Namen sprechen. Wird Zeit für eine Pause. So denn, ciao.